Moin, hier ist Robert und heute wird es extrem spannend, denn heute werde ich dir verraten, warum ich mir die längste Zeit in meiner Solo-Selbstständigkeit selbst im Weg gestanden habe. Ich werde dir verraten, welche drei Erkenntnisse dazu geführt haben, dass ich endlich den Schritt vom Solo-Selbstständigen zum Unternehmer gegangen bin. Ich werde dir zeigen, wie ich mein Unternehmen auf über 1,2 Millionen erfolgreich skaliert habe, während ich nach Spanien gezogen bin. Und vor allem zeige ich dir, wie du wirklich direkt das Ganze umsetzen kannst, was du hier in diesem Video lernst. Wenn du also Lust hast, in diesem Jahr richtig Gas zu geben, dann solltest du dir dieses Video unbedingt bis zum Ende anschauen. Und jetzt würde ich sagen, springen wir direkt in die Inhalte rein. Bevor wir mit der heutigen Folge starten, würde sich mein Glurak extrem freuen, wenn du diesem Video hier ein Like da lässt. Warum ich diesen Glurak hier auf meinem Schreibtisch stehen habe, werde ich dir mal in einer anderen Folge verraten. Nichtsdestotrotz würde ich mich extrem freuen, wenn du dem Video ein Like da lässt, damit wir den YouTube-Algorithmus ein bisschen angekurbelt bekommen. Und jetzt würde ich sagen, springen wir direkt in die Inhalte rein. Warum stand ich mir die längste Zeit in meiner Solo-Selbstständigkeit selbst im Weg und vor allem, wie kannst du das vermeiden? Und dazu muss man in die Zeit vor Leaders Media vorspulen, wo ich als Solo-Selbstständiger Social-Media-Berater unterwegs war. Und tatsächlich war ich ungefähr 2,5 Jahre komplett alleine unterwegs und es waren wilde Zeiten. Ja, es gab Monate, wo alles extrem gut funktioniert hat, wo ich Beratungsworkshops verkauft habe, einzelne Stunden verkauft habe, sogar Seminare gefüllt habe mit Teilnehmern in Hamburg und es lief grandios. Ich habe mich wieder König gefühlt und dann kamen natürlich die Monate, wo einfach gar nichts passiert ist, wo wirklich ich 0 Euro Umsatz hatte und wirklich an das Ende meiner Selbstständigkeit gedacht habe. Und ich glaube, wenn man selbstständig ist, kennst du wahrscheinlich diese Zyklen, die man irgendwie hat, dass es so eine absolute Achterbahnfahrt irgendwie ist. Hätte mich aber jemand gefragt, hätte ich gesagt, hey, es läuft gut, es läuft irgendwie okay. Die Achterbahnfahrten gehörten irgendwie für mich dazu, aber am Ende konnte ich mich nicht beschweren, weil ich konnte alle meine Rechnungen bezahlen. Und das war die Hauptsache und niemand konnte mir irgendwie erzählen, was ich zu tun oder zu lassen habe. Insofern war ich eigentlich extrem zufrieden mit der Situation. Bis ich eines Tages bei einem Seminar von Tony Robbins saß und Tony Robbins gefühlt wirklich 10 Meter von mir entfernt stand und mich anschrie und meinte, a company grows or it dies. Also eine Firma wächst oder sie stirbt. Und Tony hat mich wirklich mit diesem Zitat extrem erwischt, muss man sagen, weil ich habe am Ende auf meinen Umsatz der letzten Monate und 2 Jahre geschaut und egal wie ich es in Excel irgendwie darstellen wollte, es sah nicht wirklich nach einer Kurve aus, die nach oben ging, ne? Und das hat mich am Ende zum Nachdenken gebracht, denn Tony ist dann noch weiter reingegangen und hat sich gesagt, egal in welcher Situation du gerade bist, überleg dir, was es bedeutet in 5 Jahren, was es bedeutet in 10 Jahren, was es bedeutet auch in 20 Jahren, wenn du an deiner aktuellen Situation nichts änderst. Und dann poppten natürlich ganz schnell die Bilder in den Kopf zu sagen, hey, in 5 Jahren, in 10 Jahren will ich auf jeden Fall eine Familie haben. Was ist, wenn man dann noch diese wackeligen Kurven irgendwie hat und die Monate, die gut laufen und die Monate, die ganz schlecht laufen, wenn man jetzt irgendwie Kinder hat? Was bedeutet das auch, wenn man wirklich 2 Tage die Woche auch als Berater unterwegs ist und irgendwie bei Kundenprojekten ist und am Ende seine Kinder irgendwie nicht so miterlebt, wie man sie gerne miterleben würde. Und das war der Moment, als ich wirklich aus London und auch aus diesem Seminar rausgegangen bin und mit dieser gigantischen Erkenntnis so, krass, ich muss irgendwas verändern. Und das Erste, was ich für mich wirklich mitgenommen habe und was vielleicht auch so der erste Tipp ist, den ich dir mitgeben kann, wo du noch keine Antwort drauf brauchst, die ich auch nicht hatte, einfach mal den Jahresumsatz oder den Jahresgewinn sich zu schnappen und zu sagen, hey, das versuche ich wirklich jedes Jahr in meiner Selbstständigkeit zu knacken und es so ein bisschen sportlich zu sehen und zu sagen, hey, ich versuche einfach nur mal den Umsatz vom letzten Jahr zu schlagen oder vielleicht noch besser den Gewinn vom letzten Jahr zu schlagen. Schon das hat extrem viel bei mir ausgelöst, dass ich gesagt habe, hey, ich sehe das ganz sportlich und versuche mindestens in meiner Selbstständigkeit wirklich jedes Jahr besser zu werden, weil am Ende ist wirklich von diesem Business-Spiel und auch von der Selbstständigkeit ist Umsatz am Ende und Geld ist das Ergebnis von deinen Sachen, die du tust und bestenfalls entwickelst du dich ja weiter und es ist kein absteigender Ast und das sah bei mir ein bisschen anders aus. Vorgespult heute, ja, muss man wirklich sagen,
dass ich glücklicher denn je bin, super happy mit einem super tollen Team zusammenarbeiten zu dürfen, mit sensationellen Kunden zusammenarbeiten zu dürfen und das Ganze remote aus Spanien auch noch funktioniert. Aber ich muss wirklich sagen, ich werde diesen Moment dort im Publikum bei Tony Robbins nicht vergessen, wo er mich mit diesem Zitat wirklich wachgerüttelt hat. Und ich dort saß an meinem Laptop und diese Excel-Tabellen irgendwie hingeschoben habe und gesehen habe, da ist nicht nach Wachstum sieht da nichts aus. Aber wirklich an dem Tag diese Entscheidung für mich gefallen ist zu sagen, hey, in 5 bis 10 Jahren will ich hier nicht noch als selbstständiger Berater irgendwie rumtouren und durch Deutschland reisen, will nicht irgendwie diese Achterbahnfahrten haben. Robert, änder es heute und nicht morgen. Und das war auch für mich so die erste große Erkenntnis, weg von der Solo-Selbstständigkeit war eigentlich, es läuft ganz okay oder es läuft gut, ist eine Falle. Ja, weil wirklich über die Runden zu kommen, ist super gut. Und auch wenn du wirklich so verdienst, dass du sagst, das ist irgendwie super. Ja? Nichtsdestotrotz, dieses Experiment auch zu überlegen, was bedeutet es in 5 Jahren immer noch so zu arbeiten, was bedeutet es in 10 Jahren, hat super viel in mir ausgelöst. Und insofern challenge dich vielleicht selbst nochmal zu sagen, hey, in einem Jahr will ich ganz woanders stehen, in 2 Jahren will ich ganz woanders stehen. Diese Übung hat mir am Ende extrem geholfen. Kommen wir direkt zu der zweiten Erkenntnis, die wirklich den Schritt vom Solo-Selbstständigen zum Unternehmer extrem beschleunigt hat. Denn die längste Zeit habe ich mir in meiner Solo-Selbstständigkeit eingeredet, dass ich halt noch nicht für Mitarbeiter bereit bin. Denn finanziell sah es nicht so aus, dass mein Konto irgendwie gut gefüllt war und dass ich mich dafür irgendwie bereit gefühlt habe. Und auf der anderen Seite habe ich es mir einfach auch noch nicht zugetraut, wirklich die Verantwortung für jemanden zu übernehmen und wirklich ihm zu sagen, was er tun sollte, ihn weiterzuentwickeln, ihm Perspektiven zu geben und hey, der Zeitpunkt wird schon noch kommen. Aber auch ausgelöst tatsächlich durch Tony Robbins, der mich da so wachgerüttelt hat und dieses Zielszenario aufgemacht hat, zu sagen, hey, wo willst du denn in 10 Jahren stehen? Und als ich mir die Frage wirklich dann im Nachgang nochmal gestellt habe, hey, Robert, willst du denn in 10 Jahren einen ersten Mitarbeiter haben oder vielleicht sogar ein Team haben? Da war meine klare Antwort, ja, auf jeden Fall. Denn tatsächlich hatte ich es wirklich auch in der Unternehmensberatung in den 2,5 Jahren davor, wo ich gearbeitet habe, nur zu gut erlebt, was es bedeutet, selbstständiger Berater zu sein und verdammt viel Zeit einfach unterwegs zu sein, wenn man beim Kunden vor Ort ist. Das mag sich alles heute ein bisschen geändert zu haben und vieles vielleicht irgendwie remote geworden. Nichtsdestotrotz habe ich gemerkt, was es bedeutet, wenn man wirklich selbstständig ist und das gesamte Unternehmen über einen selbst läuft. Und deshalb war mir so wichtig, wirklich zu sagen, in 10 Jahren soll das anders laufen. Ich will ein Unternehmen haben, was unabhängig von meiner Zeit funktioniert, denn ich will Zeit haben für meine Kinder, ich will Zeit haben für irgendwie lustige Sachen wie Motorradfahren und Jetski fahren. Und das funktioniert nicht, wenn ich den ganzen Tag irgendwie arbeiten muss. Und in diesem Moment war mir klar, wenn ich nicht heute damit starte, werde ich nie damit starten, weil machen wir uns nichts vor, man schiebt die Themen dann unendlich auf, bis man irgendwann dann 10 Jahre älter ist und man sich denkt, Mann, irgendwie habe ich das verpasst. Aber ich habe klein angefangen und das Ganze vielleicht auch mitnehmen. Ich habe angefangen, erstmal wirklich kleine Aufgaben an Freelancer abgegeben. Also wirklich zum Beispiel das Schneiden von einem Podcast, die Texte zum Schreiben für einen Podcast, habe ich mir eine Freelancerin gesucht, die einen unglaublichen Job gemacht hat, dass ich dachte, krass, das ist ja relativ simpel und zu dem Preis, das ist ja der Kracher. Dann habe ich die erste Praktikantin eingestellt, witzigerweise war das AC, die heute noch einen sensationellen Job macht und auch da mit am Ende einem kleinen Budget in Anführungszeichen auch die ersten Schritte gemacht, ihr die ersten Aufgaben übergeben und sie hat alles besser gemacht in der Beratung, als ich es jemals gemacht habe und war so krass, es hat auch plötzlich so die Augen geöffnet, was eigentlich bedeutet, wenn man ja dann einen Profi sitzen hat, der einem gewisse Themen abnehmen kann, bis hin dann zu den ersten Vollzeit-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ich eingestellt habe und gemerkt habe, krass, das ist ja wirklich eine krasse Aufwärtsspirale, wenn man es richtig anstellt, denn tatsächlich ist das Ergebnis, wenn man erstmal in dieses Spiel einsteigt, zum einen hat man wirklich Profis bestenfalls da sitzen, die einem Themen abnehmen können, für die man vielleicht nicht die Muße hat oder sie sogar einfach viel besser sind. In meinem Fall war das wirklich Vertrieb und Beratung, die mir direkt irgendwie abgenommen wurden und Leute das übernommen haben aus meinem Team, die es viel besser gemacht haben. Dann hast du da Leute sitzen, die dir wirklich auch so ein bisschen im positiven Sinne im Nacken sitzen und auch Sachen, die du machst, so hinterfragen, dir Ideen geben, die super helfen und du wirst einfach einen Quantensprung machen, auch in deiner Professionalität. Zusätzlich unternehmerisch wird es wahrscheinlich die längste Zeit auch dein Job sein, dich um das Gehalt zu kümmern, um Geld zu verdienen. Also du hast auch so eine kleine positive Motivation, ein bisschen mehr in die Vermarktung zu gehen, als dir vielleicht irgendwie recht ist. Und du kannst am Ende dadurch auch
Zeit gewinnen, ne, und dich auf die Themen konzentrieren, die dir wirklich Freude bereiten und die wirklich einen Unterschied machen. Und ich muss wirklich sagen, es gibt eigentlich heute für mich keinen Weg mehr zurück. Ich kann es mir heute wirklich überhaupt nicht mehr vorstellen, komplett alleine selbstständig irgendwie unterwegs zu sein. Manchmal denke ich mir, das wäre so mein Notfallplan, dass ich es immer noch machen könnte. Aber selbst wenn ich heute ein komplett neues Geschäftsmodell starten würde, würde ich mir immer überlegen, welche Leute ich dafür brauche, bevor ich da irgendwie wieder selber Sachen irgendwie anklicke. Und die zweite große Erkenntnis war tatsächlich, ich hatte einfach Angst vor Verantwortung und man belügt sich so ein bisschen selber, sich selbst einzureden, dass man dafür nicht bereit ist. Man wird dadurch bereit, dass man Leute dort sitzen hat, dass man Leute einstellt und es ist so ein bisschen Henne-Ei-Problem, wenn man nicht die ersten Leute einstellt. Und insofern, du musst nicht bereit sein, um die ersten Leute einzustellen. Und ich kann dir wirklich nur sagen, starte klein, aber geh unbedingt diesen Schritt, weil sobald, und das ist bei Freundinnen und Freunden von mir auch zu beobachten, sobald die ersten Leute eingestellt haben, sind alle so, wie konnte ich jemals alleine arbeiten? Und das ist unglaublich schön zu sehen. Kommen wir zur dritten Erkenntnis, die mir extrem geholfen hat, in meiner Solo-Selbstständigkeit mehr Geld zu verdienen. Und tatsächlich, offenes Wort, die längste Zeit war ich wirklich am Anfang unterwegs, dass ich mir aufgeschrieben habe, hey Robert, was brauchst du eigentlich pro Monat, um zu überleben? Und zum damaligen Zeitpunkt waren das, glaube ich, so 2000 Euro inklusive Krankenversicherung. Damit wäre ich gut über die Runden gekommen. Und was ist passiert? Die meisten Monate habe ich nicht mal die 2000 Euro getroffen, sondern eher 1500 und 1700. Das führte dazu, dass ich nur noch Wasser und Brot irgendwie gegessen und getrunken habe und es war irgendwie wenig erfüllend und tatsächlich war ich auch irgendwann an dem Punkt, dass ich mir gedacht habe, ey, vielleicht ist das mit der Selbstständigkeit irgendwie nichts für mich. Bis mir irgendwann das Buch in die Hand gefallen ist und zwar von Grant Cardone 10x und das Buch lässt sich relativ simpel zusammenfassen, indem man einfach seine Ziele mal 10 nimmt und das hört sich so banal an, aber tatsächlich habe ich dieses Buch verschlungen, hat coole Beispiele, lohnt sich so oder so zu lesen und habe mir einfach diese 2000 Euro genommen und habe gesagt, hey, ich will mal in einem Monat 20.000 Euro verdienen. Und ich weiß, allen Leuten, denen ich das erzählt habe, die haben mich ab diesem Zeitpunkt wirklich für komplett bekloppt erklärt. Aber ich dachte mir so, ich habe ja nichts zu verlieren, mal gucken, was passiert. Das Verrückte ist jetzt tatsächlich, dass keine 6 Monate später ich auch als selbstständiger Berater meinen ersten 20.000 Euro Monat hatte. Und ich mir wirklich die Augen reiben musste und dachte mir so, wie ist das passiert? Und das ist tatsächlich etwas, eine kleine letzte Erkenntnis, die ich für mich mitgenommen habe, ist, dass du eigentlich immer das erreichst, was du dir vornimmst. Und wenn du halt dir kleine Ziele vornimmst, wirst du kleine Ziele erreichen. Wenn du dir große Ziele vornimmst, dann wird es wahrscheinlich nicht im nächsten Monat passieren und vielleicht auch nicht im nächsten Jahr. Aber was ist in 5 Jahren? Und das habe ich aus diesem Buch mitgenommen, weil das Spannende war wirklich zu sehen, dieses Mal 10 hat dazu geführt, dass man sonst wie viele Ideen bekommen hat, wie man es überhaupt schaffen könnte. Ich bin darauf gekommen, Seminare zu geben vor 20, 30 Leuten in Hamburg. Ich habe darüber nachgedacht, mein erstes Online-Programm mal zu veröffentlichen. Ich habe überlegt, wie kann ich mehr Workshops bei Firmen irgendwie verkaufen? Und alleine dieses Gedankenspiel hat dann 6 Monate später dazu geführt, dass ich wirklich 20.000 Euro in einem Monat verdient habe. Und ich dachte mir so, krass. Das bedeutet, die dritte Erkenntnis, und ich glaube, das ist eine der wichtigsten Erkenntnisse, die man irgendwie mitnehmen kann, wenn man wirklich auch den Sprung in der Selbstständigkeit irgendwie hinbekommen will zum Unternehmer, als auch vielleicht in der Selbstständigkeit nochmal viel erfolgreicher werden will, ist, nicht zu klein zu denken und auch nicht zu klein zu träumen. Und wenn es dir hilft, wirklich, nimm einfach deine Ziele mal 10 oder nimm am Ende, schnapp dir dieses Buch und lies es dir nochmal durch. Mir hat es extrem geholfen und auch selbst auf diesem Level, auf dem ich heute unterwegs bin, challenge ich eigentlich immer wieder meine Ziele und setze sie mal 10 und denke mir jedes Mal, krass, ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkomme, aber ich freue mich darauf, daran zu arbeiten, diese Ziele zu erreichen. Diese 3 Erkenntnisse haben ultimativ dafür gesorgt, dass meine Selbstständigkeit besser denn je gelaufen ist und dass ich auch am Ende den Sprung zum Unternehmer geschafft habe. Wenn dich diese oder ähnliche Themen interessieren, würde ich mich über dein Abo freuen. Ansonsten kann ich dir nur die Folge empfehlen. Produktivität ist eine Lüge, findest du hier auf diesem Kanal. Schau dir das Video unbedingt an. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis gleich. Same time next week? Same time next week. All right.